Nach dem Fund einer Frauenleiche in Schwerin-Muis wird wegen des Verdachtes eines Tötungsdeliktes ermittelt. Wir sprachen mit der Nachbarin der Verstorbenen, die gestern die Polizei alarmierte. Wir haben Geschäftszeit mittags immer von 11 bis 2:30. Mein Mann, der geht für gewöhnlich, wenn Schluss ist, dann zum Postkasten und guckt nach Post. Dann hat er eben gemerkt, dass praktisch hier rum sind ja gleich die Fenster, dass die Rollläden alle runtergelassen waren, was völlig untypisch ist für unsere Nachbarin. Also die sind spätestens 9:30 oben. Ich habe dann telefonisch versucht, sie zu erreichen, was leider nicht geklappt hat. Es ging niemand ran. Und dann haben wir natürlich Panik gekriegt. Und dann sind wir hinten rum auf den Hof gegangen. Da ist nochmal eine Eingangstür und die war nicht verschlossen. Also sie war offen und angelehnt. Ja, dann haben wir die vorsichtig aufgemacht und sahen eben schon, ja, dass die Sachen alle aus den Schubladen gemüllt waren, rausgerissen waren. Sind dann weiter durch, haben ganz laut ihren Namen gerufen. Ja, sind in alle Zimmer, alles war vollkommen verwüstet. Total, also wir haben echt Panik gehabt. Wir wussten, es ist was Schlimmes. Dann habe ich gleich die Polizei angerufen und das gemeldet. Dann haben wir weiter nach der gesucht. Das war ja das Wichtigste, ob wir sie vielleicht irgendwo finden. So, und dann hat mein Mann sie gefunden. Was wir gesehen haben, waren eigentlich nur 2 Beine, sag ich mal. Ja, es war so unwirklich und praktisch der Körper war zugedeckt mit ganz vielen Sachen eben, die aus den Schränken rausgerissen worden sind. Ja, es ist einfach furchtbar. Wir sind nebenan, fast Tür an Tür und haben leider nichts, absolut gar nichts mitbekommen. Es ist einfach nur unfassbar. So. Haben Sie Angst? Angst habe ich nicht, aber eine unwahrscheinliche Wut und Hass. Das habe ich, das muss ich, kann ich so sagen, ja. Angst steht erstmal hinten an, Angst erstmal nicht, nee. Eigentlich nur ganz viel Wut im Bauch. Auf wen und warum? Naja, auf die, die es halt gemacht haben, ne. Kann man nur hoffen, dass diejenigen zur Rechenschaft gezogen werden können. Die Spurensicherung der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.